Hallo zusammen. Ich habe unserer lieben Sandra Jecho versprochen, dass ich gerade schnell ein Video mache, wenn ich eine Minute habe, zum Thema Stamping mit dem Jelly Stamper. Ja, das hier ist der Jelly Stamper. Kurz ein paar Worte zum Jelly Stamper. Der Jelly Stamper hat eine klebrige Konsistenz. Die muss er auch unbedingt behalten. Also bitte den Jelly Stamper nicht mit Nagellackentferner oder Cleaner ärgern, dann verliert der Stamper diese klebrige Oberfläche. Und ich habe jetzt hier unseren Stamping-Lack in Weiß. Den trage ich jetzt auf die Platte auf. Ich mache das jetzt ganz kurz und schmerzlos. Trage den auf an dieser Stelle hier. Nehme mir eine Karte. Ziehe das Ganze ab, nehme den Jelly Stamper, gehe drauf, nehme runter und habe das Motiv drauf. Das heißt also wirklich, ne, draufpressen, runterziehen. Nicht drüber rollen wie bei den alten harten Konat Stampern und dann wird das auch klappen, auf jeden Fall. So, ich werde das jetzt noch positionieren. Wir haben jetzt ein bisschen hier noch rumgejabbelt und gemacht und getan. Das heißt also, das Motiv ist jetzt auch schon eine Zeit hier drauf. Sprich, ich habe jetzt absichtlich extra gewartet, weil bei dem Jelly Stamper hat man mehr Zeit, um das Motiv auf den Nagel zu übertragen. Ich nehme jetzt den Jelly Stamper, gucke unten durch, suche mir halt den Platz, wo ich das Motiv hinpacken möchte und setze dann an. Und da rolle ich ihn dann ab. Und schon sitzt das Motiv. An den Ecken ein bisschen runterstreichen und schon ist es fertig. Schon sitzt das Motiv. Das war es eigentlich schon. Ich nehme normalerweise Fusselrolle. Ich habe meine Fusselrolle jetzt gerade nicht zur Hand. Ich habe nämlich vergessen, eine neue mitzubringen. Deswegen nehme ich jetzt ausnahmsweise Tesafilm. Tesafilm nimmt man normalerweise nicht unbedingt, weil auch Rückstände vom Tesa auf dem Jelly Stamper zurückbleiben können und das beeinträchtigt dann auf Dauer die Klebkraft. Ich nehme das Ganze dann runter, das heißt, ich reinige ihn dann damit und schon ist der Jelly Stamper wieder einsatzfähig. Also sprich, die Oberfläche ist wieder sauber. Jetzt könnte ich daher gehen und sage, ich möchte jetzt halt noch ein anderes Motiv drauf haben. Und dann nehme ich mir hier oben die Blume jetzt zum Beispiel, mache dasselbe nochmal. Ich ziehe wieder mit meiner Karte ab, nehme den Jelly Stamper, drücke drauf, runtergezogen, Motiv ist drauf. Jetzt möchte ich natürlich nur die Blume haben, nehme meinen Tesa und nehme alles außenrum vorher weg, sodass ich auch wirklich nur die Blume übertrage und nicht die anderen Motive, die ich jetzt halt noch mitgenommen habe. Nehme das Ganze halt mit dem Tesa vorher weg. Jetzt habe ich nur noch die Blume da. Moment, da ist noch ein Stippen und da ist noch ein Stippen. Jetzt habe ich nur noch die Blume da und dann nehme ich mir jetzt den anderen Tipp, den ich mir hier schon vorbereitet habe. Und suche mir da auch wieder die passende Stelle, wo ich die Blume hinsetzen möchte. Und drücke auf, rolle nach rechts und links ab. Und schon sitzt die Blume. Fertig ist das Stamping. Ich hoffe, dass es jetzt weitergeholfen hat. Bei den Nagellackentfernern solltet ihr darauf achten, dass die ölfrei sind. Weil wenn ihr dann die Platte hinterher sauber macht, also die Fläche, wo ihr gestempelt habt, beziehungsweise das Motiv, was ihr euch darunter genommen habt, und ihr reinigt das mit dem Nagellackentferner und ihr habt dann einen ölhaltigen Nagellackentferner, ist das nicht gut. Viele nehmen reines Aceton, um die Platten zu reinigen. Ist eine gute Sache, weil dann bekommt ihr sie nämlich wirklich schlierenfrei sauber und habt keine Ölfettreste, die dann das Stempeln beeinträchtigen können. Ich hoffe, dass das geholfen hat. Ansonsten
Wer in der Nähe ist und nicht zurechtkommt, kann auch gerne mal vorbeischauen. Dann zeige ich es auch gerne noch mal live. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und viel Spaß beim Schauen und bis zum nächsten Mal.